Rockfestival mitnimmt, um dann morgens verkatert im Zelt zu spielen. Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung. Ich habe mir gerade überlegt, wie sagt ein Baba eigentlich? Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen zu einer neuen Rezension hier bei Hunter & Krohn. Heute mit Barbaria von Peter Rustemeyer. Ich weiß nicht, warum ich immer Barbaria sage, aber es ist ja Barbaria. Barbaria ist so. Barbaria. Barbaria. Barbaria, genau, Barbaria. Ja? Ja. Was Feuerland jetzt in der Blue Line erschienen ist. Vor 2 Jahren schon bei Hobbyworld, diesem russischen Spieleverlag, erschienen, nämlich 2017. Jetzt 2 Jahre hat es gedauert, das quasi zu lokalisieren hier. Und wir reisen zurück in die dunkle Zeit der Magie. Ja, ins Zeitalter der Barbaren, als Männer noch Fell getragen haben und Frauen übrigens auch. und es ist ein wildes Würfelgekloppe, wo wir uns Pin-Ups um uns scharen, männliche wie weibliche, die uns lustige Zusatzeffekte geben, die uns alle dabei helfen, möglichst mit bunten Würfeln dann lustige Abenteuer, die Abenteuer sind gar nicht so lustig, harte Abenteuer zu bestehen, im Zweifel sogar einen Boss umzunieten. Da könnten wir Munchkin-mäßig auch mal einen Kollegen mit zu einladen. Aber Obacht, vielleicht meint das gar nicht so ernst mit der Hilfe. Mhm. Es geht einfach darum, so wild zu würfeln und zu kloppen, bis man eine bestimmte Anzahl so Runensteine zusammengeprügelt hat. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und am besten spielen wir das mit so einem Bierhumpen. Und du hast nicht gesagt hier? Ja, ich hab viel nicht gesagt. 2 bis 4, ab 14. Oh, nicht ab 21, Skandal. Und 30 Minuten dauert das Ganze. Und jetzt habt ihr eigentlich schon alle Regeln gehört, aber Hunter macht trotzdem. Ja, ich erkläre euch kurz die Regeln. Die sind wirklich, finde ich, gar nicht so unoriginell in manchen Aspekten. Die erkläre ich euch kurz und dann gibt es gleich ein Fazit. Barbaria hat ein schönes, schlankes Regelwerk, sehr übersichtliches Material. Wir haben einfach 6 Würfel in 2 Farben, je 2 Würfel pro Farbe. Und wir haben Karten, wir haben einen großen Abenteuerstapel. Auf der Rückseite sind Pin-Ups drauf und auf der eigentlichen Seite oder umgekehrt, auf der anderen Seite eben, sind Abenteuer drauf, Monster oder einfach Abenteuer, die wir bestehen müssen. Und dann gibt es einen kleineren Stapel mit Barbaren, also mit Charakteren. Am Anfang des Spiels bekommt jeder einen Charakter. Jeder Charakter hat eine Spezialfähigkeit und jeder Spieler bekommt einfach 2 dieser Pin-Ups ausgeteilt. Diese Pin-Ups sind so einmal Bonuseffekte, das werdet ihr gleich sehen. Also schwache Verstärkungen könnte man sagen und dann geht's einfach los. Und wir versuchen jetzt diese Abenteuer zu bestehen auf den schwierigen Abenteuer, auf den Bosskarten oder schwierigeren Monsterkarten und auf manchen auch Schatzkarten sind Runen drauf. Und das Ziel des Spiels besteht einfach darin, eine bestimmte Anzahl von Runen zusammenzukriegen. Entweder eine Gesamtzahl an Runen, eine bestimmte Anzahl an gleichen Runen oder von jeder Runenfarbe, es gibt insgesamt 5, eine Rune. Und wer das als erster schafft, eine von diesen 3 Bedingungen, der hat gewonnen. Ja, der Spielverlauf ist ganz einfach. Wenn ich drankomme, denke ich einfach hier vom Abenteuerkartenstapel Karten auf. Und dann muss ich mich entscheiden, ob ich dieses Abenteuer bestehen will oder ob ich lieber eine weitere Karte aufdecken möchte. Hier habe ich jetzt einen relativ starken Boss gezogen. Sieht man diesen mehreren Totenköpfen hier oben. Der bräuchte eine 8 und eine 7, ja, das ist natürlich sehr schwer zu erreichen. Also das würde ich sagen, gibt da noch 2 Runensteine, ist natürlich super, aber ja, das werde ich auf keinen Fall schaffen. Deswegen sage ich nein, bitte nicht, dann wird das wieder umgedreht. Ich kann die nächste Karte aufdecken. Jetzt habe ich einen Gegenstand gezogen, ist kein Abenteuer. Ich könnte den mir aber einfach holen, weil ich habe nämlich als Spezialfähigkeit tatsächlich immer so ein Geld zur Verfügung. Man kann das Geld auch hier einfach mit Karten bezahlen, mit Pin-Ups. Also ich könnte einfach auch so ein Pin-Up abgeben, wenn ich jetzt nicht so eine Spezialfähigkeit habe oder andere Karten schon habe, die mir Geld bringen. Dann würde ich diesen Gegenstand bekommen und das ist eine Rüstung, die würde mich einmal vom Tod schützen. Dann könnte ich dann abgeben, wenn ich in einem Kampf sterben würde. Aber ich sag mal, ach, das brauche ich jetzt auch nicht. Das drehe ich auch mal um. Die nächste Karte, noch ein Boss. Ah ja, das ist natürlich auch schwierig. Die Bosskarten kann man theoretisch auch mit Mitspielern zusammen bezwingen, aber das will man nicht unbedingt, weil dann kriegen die nämlich auch die entsprechenden Runen ab. Sage ich, nee, das möchte ich auch nicht. Jetzt bin ich schon bei der 4. Karte und jetzt habe ich ein Problem, weil also ich könnte noch weitere Karten, wenn ich sage, auch das ist ja noch ein recht schwerer Gegner hier, wenn ich den auch nicht bezwingen will, dann könnte ich jetzt noch eine Karte ausgeben,
eine Einmalkarte, um noch eine Karte hier aufzudecken und dann eben nochmal, aber dann hätte ich eben auch meine hier diese Pin-Ups komplett verbraucht und die geben mir tatsächlich hier auch jeweils einmal plus eins auf einen beliebigen Würfel. Also das würde mich halt auch schwächen, hier diese Karten einfach für weitere Karten hier auszugeben. Deswegen sage ich, ach komm, ich probiere den jetzt. Ich habe ja auch hier eine Heldenspezialfähigkeit, ich kriege immer plus eins auf einen roten Würfel. Das ist praktisch, ich muss nämlich, um diesen Kerl hier zu bezwingen, muss ich eine rote 5 und eine gelbe 5 würfeln und dieser Totenkopf zeigt einfach an, ja, wenn ich diesen Kampf verlieren würde, dann würde ich sterben. Was das bedeutet, das erkläre ich gleich. Auf jeden Fall, ich kriege jetzt hier die zwei Würfel, muss jetzt würfeln. Und ja, die 6 ist schon mal gut, also ich halte meine Spezialfähigkeit, muss ich gar nicht einsetzen, aber die 3 ist natürlich nicht ausreichend für eine 5. Jetzt kann ich aber hier tatsächlich, ja, kann ich schaffen, indem ich einfach diese Karte hier ausgebe, plus 1 ist eine 4. Und diese Karte eben auch nochmal, einmal plus 1 ist eine 5 und damit habe ich es geschafft. Jetzt kriege ich diese Karte hier und habe damit natürlich auch schon einen Runenstein verdient. Und dann ist der nächste Spieler dran. Die Karten hier werden allerdings verteilt. Es geht immer dann hier los. Der nächste Spieler in der Reihe kriegt den. Wenn wir jetzt zu dritt spielen würden, würde ich tatsächlich hier diese Karte bekommen. Und dann habe ich sogar wieder eine neue Pin-Up-Karte erhalten. Ja, und dann würde einfach der nächste Spieler drankommen und da geht es genauso weiter. Hier haben wir noch, sehen wir noch ein neues Kartensymbol hier. Dieses Trinkhorn ist ein Hilferuf, das ist der Aufholmechanismus des Spiels. Diese Karte ist quasi kein Abenteuer, sondern wird direkt verteilt und zwar an den Spieler, der die wenigsten Runensteine hat. Ganz nett in der Anleitung wird gesagt, ja, ihr könnt euch vorher überlegen, ob ihr als echte Barbaren überhaupt einen Aufholmechanismus braucht. Wenn nicht, dann sortiert man diese Karten einfach aus. Gut, das kriegt einfach der, der halt am wenigsten hat. Dann geht es einfach nochmal von vorne los. Und ja, hier eben auch wieder so ein Abenteuer. In dem Fall würde man hier aber halt einen Effekt kriegen. In dem Fall hier einen dauerhaften Effekt, weil hier kein Einmal steht. Also wenn ich diese Karte hier besiege und dann bekomme, dann darf ich immer einmal in meinem Zug einen blauen Würfel neu würfeln. Und ich kann diese Karte einmalig abgeben, um einem Tod zu entrinnen. Also wenn ich dann gegen ein Monster sterbe, dann könnte ich das abgeben und müsste nicht sterben. Ja, aber da haben wir hier nochmal eine Hilfekarte, die kommt einfach weg. Ja, hier und dann haben wir hier noch was Neues, hier so eine Schatzkiste. Das ist tatsächlich auch bedeutsam für den Tod. Deswegen probieren wir das einfach mal, gehen wir mal davon aus oder machen mal das Beispiel so, als hätte ich diese Karte schon in der vorigen Runde bekommen. Ach, nochmal eine Hilfekarte. Und ja, und jetzt würde ich zum Beispiel, wäre die Situation so, dass ich jetzt gegen dieses Monster hier kämpfe, brauche zwei gelbe Vieren, aber ich schaffe es aus irgendwelchen Gründen halt nicht und sterbe. Und ja, wenn ich sterbe und hier oben ist eben dieser Totenkopfsymbol, dann ja, dann stirbt mein Held, es sei denn, ich gebe eben so eine Karte aus, die mich einmal vor dem Sterben schützt. Wo hatte ich die jetzt gerade? Achso, die war ja hier drunter, genau. Hätte ich jetzt so eine Karte, also würde ich hier gegen dieses Monster kämpfen, würde verlieren, dann könnte ich entweder einfach diese Karte hier abgeben, um den Tod abzuwenden. Aber wenn ich das nicht habe, dann sterbe ich auf jeden Fall. Mein Barbar wird hier umgedreht, unter das Monster geschoben, das mich getötet hat. Dadurch, das Monster kann auch von weiter noch angegriffen werden, in anderen Runden von anderen Spielern. Und dadurch, dass ich da gestorben bin, ist es sozusagen wertvoller geworden, weil der jetzt auch noch eine Rune hier bringt, von mir sozusagen. Und dann, ja, ich muss alle Einmalkarten abwerfen, wenn ich sterbe. Also die hier kommt weg. Und ich muss eine Schatzkarte abwerfen. Also in dem Fall wäre es ziemlich blöd, weil sozusagen diese Schatzkarte, ich habe nur eine Schatzkarte, müsste ich abwerfen. Aber hätte ich jetzt schon mehrere Schatzkarten gesammelt, dann dürfte ich die Schatzkarten behalten. Und das ist im Prinzip der Sinn der Schatzkarten. Das heißt, hat man schon mehrere Schatzkarten, dann wird der Tod halt nicht so schlimm, weil ich behalte halt wenigstens die anderen Schätze. Aber hier, den müsste ich halt abgeben. Den dürfte ich behalten, meine Rune. Und dann, ja, wäre mein Zug vorbei. Ich würde einfach einen neuen Helden bekommen. Zwei neue Pin-Ups, also so sozusagen wie beim Anfang des Spiels. Und wenn ich wieder dran bin, dann darf ich einfach wieder weiter mitspielen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eben sterbe und ich habe sehr viele Einmalkarten gesammelt oder eben sehr viele Karten, die keine Schatzkarten sind, ja, die muss ich dann halt alle abgeben, wenn ich sterbe. Das ist schon nicht so toll. Aber hier zum Beispiel habe ich jetzt vielleicht einen Charakter gezogen, der gut ist, weil der ist unsterblich hier.
dieser Barbar, der kann immer flüchten vorm Kampf. Ja, das ist einfach seine Spezialfähigkeit. Er kann nicht sterben, ansonsten darf er einen roten Würfel immer neu werfen. Und ja, ihr seht schon, jeder dieser Barbaren hat halt andere Spezialfähigkeiten. Sie kriegt immer plus eins auf blau, darf einen gelben neu würfeln. Und ja, so hat halt jeder so seine Spezialfähigkeiten. Ja, und einfach, ihr seht, es ist hier sehr, sehr viel Zeug. Wirklich witzig illustriert hier die ganzen Bosse hier. Das sieht man immer hier an diesen vielen Totenschädeln. Bei denen ist es halt so, da kann man halt dann auch seine Mitspieler fragen oder die können einfragen, ob sie mitkämpfen wollen. Und das funktioniert dann so, es würfelt nur der aktive Spieler, aber die anderen, die können halt auch ihre Karten einsetzen, um ihre Würfel zu modifizieren, ihre ganzen Fähigkeiten. Aber naja, es zwingt sie auch niemand. Das Problem ist ja nur, wenn es dann nicht klappt, dann sterben alle beteiligten Spieler. Aber natürlich kann es sein, dass die da mitgeholfen haben, eben auch so eine, ja, so eine Rüstung haben, mit der sie dann den Tod abwenden können. Das ist natürlich nicht so schön. Hier sieht man wieder eine Schatzkarte, einen schönen Hammer. Man braucht natürlich, um alleine so einen krassen Boss zu besiegen, natürlich auf jeden Fall irgendwie Verstärkungen, sonst wird man diese Würfelergebnisse einfach nicht schaffen. Und ja, das waren aber im Endeffekt schon wirklich alle Spezialfähigkeiten, die es so gibt. Hier zum Beispiel eine Karte, die einem dann einmalig 2 Geld gibt, die kann man dann eben ausgeben, dann wieder für eine Karte, die wie hier zum Beispiel 2 Geld kostet, aber das ist eben auch nur ein Einmaleffekt, aber immerhin ein Einmaleffekt, mit dem man einen beliebigen Würfel auf eine 6 drehen kann. Ja, das kann einem natürlich in einem Bosskampf oder in einem schwierigen Kampf schon sehr weit helfen. Ich mag Würfelspiele, ich mag Barbaren und Fell. Mir gefällt auch Barbaria. Das ist so ein Und du magst Push-Your-Luck-Spiele. Und ich mag Push-Your-Luck-Spiele, tatsächlich. Das ist so, das ist in meinen Augen so ein, es hat natürlich einen trashigen Charme, aber in meinen Augen einen positiv trashigen Charme. Das ist eins der Spiele, das man auf so ein Rockfestival mitnimmt, um dann morgens verkatert im Zelt zu spielen oder abends in einer Kneipe, wo man sich so einen großen Humpen Bier in der einen Hand hat. Steht übrigens auch drauf, Startspieler wird derjenige, nur mal angemerkt, wer am schnellsten ein Trinkhorn austrinken kann. Dazu muss man erstmal ein Trinkhorn besitzen, um quasi das erfüllen zu können. Das seht ihr schon, Barbaria ist für Barbaren gemacht. Und wie soll ich noch? Ich bin nämlich bitte, ja. Bevor du, ja. Und ich habe da jetzt tatsächlich mitbekommen, dass es da auch so wohl im Internet so auch Leute gab, die gesagt haben, es geht ja wohl gar nicht, ja, im Jahr 2019 und ein Spiel mit solchen Illustrationen. Ja, natürlich sind da auch männliche Pin-Ups dabei. Vor allem den hier finde ich sehr gut mit seinem Tanga. Aber hier eh nicht. Auf trashigste und primitivste Art und Weise hier das weibliche Geschlecht dargestellt. Spärlich begleitete Felldamen. Und da muss ich ja mal sagen, wer kauft sich denn ein Spiel, wo hinten schon draufsteht? Lasst uns in die dunkle Zeit der Magie zurückreisen, als Männer noch mutig und stark waren und Frauen schneidig und schön. Mit Stahl in der Hand scheuten sie in ihrem Kampf um ewigen Ruhm keine Risiken und trotzten dem Tod. Und dann kaufst du dir das, da musst du dich doch davon schon eigentlich auf den Schlips getreten fühlen. Es ist wie, als würde man in Conan, wir gucken heute Abend Conan und sagen dann, nee, das war mir jetzt zu viel Arnold Schwarzenegger. Ja, das ist einfach, ich weiß nicht, das ist Barbaren. Im Fantasy-Genre, ganz kurz noch zwei Sätze, im Fantasy-Genre ist das in meiner Vorstellung auch das Barbaren-Fantasy immer das Trashigste und Primitivste gewesen mit König Conan auf dem unangefochtenen Thron. Und es lebt doch genau von diesem Trash. Wie um Gottes Willen soll man denn ein Serious 2019er Barbaria machen, wo alle dann, ich weiß es nicht, wie, das funktioniert doch nicht. Barbaria, das ich aufs Thema hätte die Frauen Barbar 1... Ja, dann hätte es auch wieder Ärger gegeben. Wirklich, dann hätte sie gesagt, alle Männer. Nee, aber sich aufs Thema Barbaren einzulassen, heißt doch, ein Fell anzuziehen, eben nicht im Jahr 2019 zu sein, sondern ins primitive Zeitalter der Barbaren zu reisen. Ja, wo alles noch primitiv zuging, wo man Bier beim Spielen getrunken hat und mit Knochen gewürfelt. Kauft euch Knochenwürfel und spielt damit Barbaria. Ich finde natürlich, ich gebe dir vollkommen recht. Vielen Dank. Das Ding ist halt einfach, ich glaube,
das Spiel, und das sagt eben auch die Anleitung, hinten drauf steht es zwar nicht, aber der Peter Rustenmeier, der sagt ganz klar, das ist ein ironisches Spiel. Ja, es ist nicht ernst gemeint, es ist lustig gemeint. Und man muss ja auch dazugeben, er selber hat ja das auch alles gezeichnet. Ja, was im Prinzip halt wirklich auch klar macht, hier hat jemand einfach was gemacht, was er selber einfach lustig findet. Er hat es nicht irgendwie despektierlich gemeint, sondern wirklich lustig. Und ich muss sagen, ich habe selten in letzter Zeit so viel gelacht wie bei Barbaria, ja. Es ist ein wirklich witziges Spiel und vor allem deswegen auch, weil sozusagen diese Ironie, diese etwas Absurdität, die in den Zeichnungen und in diesem ganzen, wie man das halt gestaltet hier, wie es gestaltet ist, die kommt auch im Spiel rüber, weil eben spätestens dann, wenn sozusagen du irgendwie 20 Pin-Ups vor dir liegen hast und dann kurz vor Schluss irgendwie 15 Pin-Ups irgendwie... Weibliche wie männliche. Weibliche wie männliche. 15 Pin-Ups ausgibst, um immer noch eine Karte zu ziehen, um dann doch irgendwie deine Rune zu kriegen, die noch fehlt. Und dann kommt sie und kommt sie nicht. Und dann kommt sie irgendwann und dann hast du alle deine Pin-Ups ausgegeben. Und dann schaffst du dieses blöde Monster am Schluss nicht. Ja. Das ist halt wirklich witzig. Das ist wirklich... Das ist auch... Also das treibt auch dieses Push-Your-Luck-Prinzip, diese Mechanik auch ad absurdum so ein bisschen. Also... Was aber Spaß bringt. Und das gefällt mir wirklich gut. Ich muss sagen, du bist ja ein ganz großer Port Royal-Fan. Ich finde jetzt mechanisch ist das Spiel, was noch am ehesten rankommt, auch wenn da nicht so viel gewürfelt wird. Aber ne, weil du hast halt diese Hauptmechanismus mit dem Aufdecken der Karten. Schon trashiger. Es ist aber viel trashiger. Viel trashiger. Persönlich muss ich aber sagen, ich habe mehr Spaß mit Barbaria, ja, also persönlich. Barbaria, ja. Wir müssen noch hin. Wir gehen mal am Wochenende rohes Fleisch essen. Ich habe mehr Spaß mit Barbaria, ja, als mit Port Royal, obwohl das natürlich auch ein super Spiel ist, ja. Aber Port Royal hat eher so eine Art, ich würde sagen, trockenes Euro-Push-Your-Luck. Und Barbaria ist halt einfach crazy. Und gleichzeitig, muss ich sagen, habe ich echt Riesenspaß. Ich meine, mir gefällt natürlich auch dieses Fantasy-Thema. Ich finde es super witzig, dass du dann auch diese Boss-Fights hast, dass du dann auch noch mit Leuten zusammenspielen kannst. Dann ist immer so, ne, dann kommt da, ist auch immer so lustig, weil quasi eigentlich willst du nicht mit deinen Mitspielern zusammen kämpfen, weil du weißt genau, die machen das nur dann, wenn sie theoretisch mehr davon haben als du selber, ja, weil sie vielleicht schon mehr Runen haben oder weil ihnen die Runen jetzt Schutzkarte. Ja, und eine Schutzkarte, dass sie nicht sterben würfeln, können. Also, keine Spezialfähigkeit nutzen, weil dazu bist du ja nicht verpflichtet. Einfach einmal würfeln, ohne nicht geklappt. Das ist immer so ein vergiftetes Geschenk zu sagen, hey, komm, ich helfe dir. Nee, ich helfe dir. Ja, ich helfe dir. Nee, dir will ich gar nicht. Niemand will dich helfen lassen. Wir sind Barbaren. Und Barbaren ist man einfach mal kurz. Barbaren ist nicht für die Ewigkeit. Natürlich ist auch Barbaria kein Spiel, was man 3 Monate rauf und runter, aber welchen Füller tut man schon 3 Monate rauf und runter spielen? Aber bei mir, und da stimme ich ja auch voll zu, wird Barbaria seinen Platz in der Sammlung haben. Und ich habe tatsächlich sogar einige, ja, eben diese Freunde, mit denen ich auf Rockfestivals gehe, die mit mir, das weiß die ich, das genau die würden spielen. 1000-mal lieber mit mir Barbaria spielen als Port Royal. Du denkst so, hä, was? Wobei Piraten, da würde ich dann immer sagen, es ist eigentlich ein Piratenspiel. Und dann, ja, cool, Piraten. Aber ich weiß genau, die wollen eigentlich mit einem Bierhumpen in der Hand Barbaria spielen und denen würde das dann auch Spaß machen. Und mir macht es auch Spaß. Also, ich denke, eine Sache, die sozusagen, glaube ich, bei vielen Leuten am Anfang für Verwirrung gesorgt hat, ist schlicht und ergreifend auch der Verlag. Ja? Weil es liegt natürlich einfach daran, ich meine, das ist halt Blue Label Feuerland, aber ganz ehrlich, wie viele Leute wissen, was Blue Label Feuerland eigentlich ist? Wir haben alle noch nicht so ein richtiges Bild davon, ja. Es ist zum ersten Mal, dass, also ich war vor allem nur überrascht, wie klein diese Schachtel ist, ja. Mir ging es auch 5. Ja, ganz kurz ging es mir auch so, Ankündigung, Bild, Barbaria Feuerland, kleines Würfelspiel. Okay, ja, trotzdem ist, gut. Das ist so ein bisschen eben, was die Leute so auf dem Fall, also dieser Begriff Feuerland, da denkst du halt an Terra Mystica, Gaia, an Flügelschlag und so weiter. Und dann kommt Barbaria und das macht es einfach schwer, glaube ich, weil die Leute einfach was vollkommen anderes erwarten und auch noch nicht. Wobei es eigentlich gar nicht so weit ab ist. Ich meine, was war dieses Terrible Things? Das andere Blue Label Spiel, dieses Ancient Terrible Things. Alte dunkle Dinge. Ja, das ist ja eigentlich von, wenn du überlegst, so von der Mechanik und von diesem, was ist so ein bisschen Cthulhu, aber auch eigentlich auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Das passt schon. Also es passt in diese nicht ganz so ernst zu nehmen, natürlich nicht so komplex und so weiter, passt es rein. Trotzdem, irgendwie fühlt es sich noch ein bisschen fremd an, so ein Spiel in so einer Schachtel mit solchen Illustrationen und dann ist es ein Feuerlandspiel. Und deswegen glaube ich, dass einfach viele Leute denken so, hä? Ich kauf's und obwohl ich das sehe, erwarte ich trotzdem noch was anderes. Ja, weil ich denke, es ist ein Feuerlandspiel. Und davon muss man sich einfach freimachen. Es ist, was es ist. Es ist ein witziges,
nicht krude und lustig illustriertes Spiel, bei dem man nicht mit Politik, politischen Erwägungen rangehen sollte, sondern mit Spaß und mit Augenzwinkern und Ironie. Und dann ist es wirklich ein super Ding. Wir sind neulich schon bis zum Angelwettbewerb in Booty Bay zurückgereist. Ja. Und diesmal müssen wir noch weiter zurückreisen, weil mich erinnert es tatsächlich an eins der allerersten C64-Spiele, das ich beim größeren Bruder von meinem besten Freund damals spielen durfte. Und das war Barbarian, hieß es einfach. Ah, und da ist man so Zwei-Spieler-Duell, zwei Barbaren aufeinander mit Schwertern und das Ziel war, dem anderen den Kopf abzuschlagen. Mhm. Ja, so ein C64-Klassiker. Bitte melden, wer alt und grau genug ist, um Barbarian auf dem C64 gespielt zu haben. Jetzt wollte ich mich noch entschuldigen, ihr hört vielleicht im Hintergrund, es wird endlich vor meinem Haus der lang ersehnte Freizeitpark gebaut. Ja, leider nicht. Es ist nur die blöde Straße, die schon seit langer Zeit aufgerissen wird. Aber ich hoffe, man hört es nicht zu doll. Ja. Ja, so ist es. Auf jeden Fall Barbarian, ich kann es echt nur empfehlen. Ich kann sagen, klar, ne? Und ich muss wirklich sagen, also schreibt mir in die Kommentare, wer es erlebt hat, dass es hier, dass sich hier irgendwer, eine Frau oder so am Tisch da angegriffen gefühlt hat. Weil ich muss ehrlich sagen, ich finde die männlichen Pin-Ups sind genauso freizügig oder lächerlich gezeichnet, je nachdem, wie man aus welcher Perspektive man das sehen will, wie die weiblichen. Und das finde ich sogar cool. Also ich muss sagen, ja, ich finde das sogar ein positiver Beitrag zur Diversifizierung. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber das kann man natürlich auch anders sehen. Ja. Es ist immer, ich glaube, das wird einfach heute, es wird so viel auf immer so und immer will man immer irgendwo was reininterpretieren. Und dann kann man es natürlich in viele Dinge auch. Wenn ich das natürlich übel nehmen will, dann kann ich das übel nehmen. Natürlich, das ist, die Geschmäcker sind ich radikal mich von verschieden. Diesen, ich finde diesen Muskelprotzen halt auch nicht repräsentiert. Ja, aber ich sage halt auch, Leute, spielt halt was anderes. Es darf sich davon auch wirklich niemand angegriffen fühlen. Es darf vor allem niemand, darf jetzt, wenn andere Leute Spaß daran haben, weil das ist jetzt wirklich, also ganz ehrlich, ich finde aber auch, wer Push Your Luck, Würfel, Absacker, wer all diese Dinge schon mal, und dann noch das Barbaren-Thema, wer auch diesen trashigen Charme eher witzig, denn bedenklich finde, der kann hier bedenkenlos zuprügeln, schlagen. Genau, so sehe ich das auch. Viel Spaß damit. Schreibt es gerne in die Kommentare und hier, wir machen vielleicht mal wieder einen kleinen Poll. Wie seht ihr das? Ist das Thema wunderbar und lustig oder geht's nicht? Thema plus Illustration. Ihr könnt es uns gerne, ihr dürft gerne eure Meinung dazu sagen. Aus unserer Sicht ist es kein Problem, aber klar, nackte, jeder hat da seine anderen halbnackte Meinungen. Männer und Mädels in Fell auf Barbarenkarten. Yes! Oh no. Gar kein Problem. Oder no, no go. Ich spiele doch immer mit meinem Bibelkreis. Ja, so ist es. Also, deswegen, aber nichts gegen Bibelkreis. Nein. Bis dahin, ja, macht's gut. Bis Tschüss. Dahin. Tschüss.